Abigail ein Schildchen. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen kleinen Video. Ich bin hier heute in der Schweiz und zwar in der Nähe von St. Gallen und ich befinde mich hier gerade auf einem Flugplatz. Ja? Und zwar steht hier neben mir ein hübsches kleines Maschinchen, mit dem ich jetzt gleich ein bisschen durch die Gegend fliegen werde. Allerdings nicht ich selber, sondern ich habe jemanden, der mit mir zusammenfliegt. Für eine Maschine. Henrik! Ja. Henrik! Ohne dich! So, mein Lieber, was ist denn das für ein Maschinchen? Also es ist eine Langstreckenmaschine, die fliegt meistens von Zürich nach Singapur. Nein. Ohne Scheiß, ist eine Sportmaschine. Zwei Plätze, ganz eng, wird kuschelig. Wird sehr kuschelig. So ein bisschen wie Roadster fahren ist das. Wir haben ein bisschen Turbulenzen, weil es heute warm und so. Und, klingt geil. Sportlich. Ja, dann machen wir einfach mal. Habe ich noch nie gemacht. Ich bin sehr gespannt, was es gibt. Und ich würde mal sagen, jetzt steigen wir einfach mal ein. Das machen wir. Das ist jetzt der Motor. Sehr klein für so eine Maschine, oder? Ja, 4 Zylinder hat er, aber reicht auch. Und 100 PS in etwa. Du hast einen Knüppel zwischen den Beinen. Ja. Ja. Das sowieso. Genau. Und okay. Den solltest du möglichst auch so frei schwingen lassen. Ja. Ja, und Knüppel frei schwingen lassen. Ja. Gibt es denn in dem Cockpit irgendeinen Knopf, den man auf gar keinen Fall drücken darf? Alle. Okay. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall sehr kuschelig, in der Tat. Geile Sache. Henrik, wie sieht's aus mit Anschnallern? Gibt's solche? Du hast auch Anschnaller, aber also das ist wie ein Beckengurt hier, ne? Ja. Da musst du einfach, ich will dir da jetzt nicht da. Oder du willst mir hier nicht reingreifen? Nein, okay. Nicht reingreifen. Okay, schade. Ja. Ich hab mich schon so gefreut darauf. Und jetzt nicht wundern, dass es ein bisschen spackig klingt. Einfach so das Gerät. Wo kommt denn der hier rein? Ja, wo der? Ach, den legst du einfach da oben rüber. Andere hier. Okay. So rum und dann so. Ja, verzeih mir, ich habe da kein Problem. So ein Ding ist das. Kein Problem. Also den hier nicht berühren während des Fluges. Ja. Den kann man also zu sich. Ich sage, wenn man den zu sich ranzieht, dann steigt man ja auf. Genau. Runterdrücken ist runterfliegen, rechts, links, alles klar. Falls wir notwassern sollten oder irgendwas in der Richtung, da gibt es hier zwei rote Hebel und die springen in der Tat das Dings ab. Da sage ich aber rechtzeitig Bescheid. Also grundsätzlich sollte das besser nicht vorkommen. Ja, wenn wir notwassern, hier diesen roten Hebel ziehen, vorher bitte nicht. Genau. Ja, sonst. So, check Problem. Before engine start completed.
alles gut? Luft! Hat Spaß gemacht. Nein, die Ausblick war der Wahnsinn. Die Ausblick. Also die Ausblick. Die Ausblick. Das hat mir sogar schon die Sprache verschlagen. Ja, das war's von meinem ersten Rundflug in einem kleinen Leichtflugzeug mit Propeller. Und man sieht schon, da öffnet sich gerade der Hangar und da kommt schon was Größeres raus. Nein, es hat extrem ultra viel Spaß gemacht. Ich mache jetzt mal meine Mütze mal hier andersrum. So, zack. Hat extrem viel Spaß gemacht. Man muss schon so diesem ganzen Metall oder was man da um sich rum hat, schon vertrauen, wenn man irgendwie auf 1 Kilometer Höhe ist. Aber man hat wirklich eine ganze Menge gesehen. Es hat super viel Spaß gemacht. Man hat zwischendurch so ein bisschen die Thermik gespürt, dann hat es ein bisschen geruckelt und gezuckelt. Und es war auch warm, aber ganz egal, das hat es einfach total wettgemacht, ja. Also mega, mega fett. Bin mal gespannt, weil ich das nächste Mal wieder sowas erlebe. Henrik, vielen Dank nochmal. Ja, so. Euch danke ich natürlich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen gefallen. Ich habe euch mal mit in ein Cockpit eines Leichtflugzeugs genommen und konntet hoffentlich ein bisschen die Aussicht genießen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Und bis dahin, haut rein, ihr geilen Schnittchen. Tschüss!